Ich habe mir die 8 leichtesten faltbaren Wanderstöcke gekauft und sie ausführlich getestet. Bei diesen 5 Stöcken kannst du die Höhe einstellen. Diese 3 Stöcke haben eine sogenannte Fixlänge und sie lassen sich in der Höhe nicht verstellen. Stöcke mit Fixlänge sind die absolut leichtesten Stöcke, die es gibt, aber sicher nicht für jeden ideal. Die verstellbaren Stöcke sind pro Stock um 40 bis 100 Gramm schwerer, nicht mehr ganz so leicht, aber immer noch sehr leicht. Diese ultraleichten Wanderstöcke sind im Durchschnitt um 100 bis 200 Gramm leichter als normale leichte Wanderstöcke. Aber dazu kommen wir gleich noch. Faltbare Stöcke haben den großen Vorteil, dass das Packmaß deutlich kleiner ist. Diese Stöcke lassen sich auf 36 bis 42 cm zusammenklappen und wenn du die Stöcke mal nicht brauchst, lassen sie sich so gut wie überall verstauen und sind nicht im Weg. Als Vergleich: Teleskopstöcke sind im Durchschnitt ca. 60 cm lang. Das heißt, sie sind um 20 cm länger als die faltbaren Stöcke, was vor allem für den Transport im Rucksack einen großen Unterschied macht. Je weniger Gewicht du bei jedem Mal anheben bewegen musst, desto mehr Kraft kannst du sparen. 20.000 Schritte sind auf einer Wanderung schnell gemacht und dementsprechend musst du natürlich auch deine Stöcke 20.000 Mal anheben. Dazu kommt, dass du das Gewicht nicht nahe am Körper trägst, sondern die Stöcke in den Händen hältst. Und je weiter das Gewicht vom Körper entfernt ist, desto mehr spürst du jedes Gramm, vor allem auf langen Wanderungen. Wenn dein Stock dann um 150 Gramm schwerer ist, dann macht das einen Unterschied. Ich teste einige dieser 6 ultraleichten Stöcke seit gut einem Jahr und vergleiche sie immer wieder mal mit normalen, etwas schwereren Stöcken und der Unterschied war eindrücklich. Wenn du einmal mit diesen ultraleichten Wanderstöcken unterwegs warst, dann wirst du wahrscheinlich nie wieder mit normalen und schwereren Wanderstöcken gehen wollen. Die leichten Stöcke haben ein besseres Schwungverhalten, lassen sich schnell und präzise setzen, sind insgesamt leichtgängiger, lassen sich direkter führen, sind nicht so plump wie schwere Stöcke und es macht einfach mehr Spaß, mit diesen ultraleichten Stöcken zu wandern. Nun wird all das für Personen, die es eher langsam angehen, womöglich einen kleineren Effekt haben als für sportliche Personen, die etwas flotter und wendiger unterwegs sind. Dass Trekkingstöcke generell sehr hilfreich sind, darüber besteht kein Zweifel. Sie erleichtern vor allem steile Anstiege und reduzieren die Belastung beim Bergabgehen. Aber wie du vielleicht weißt, halte ich es für keine gute Idee, immer und überall mit Stöcken zu gehen. Warum? Weil dein Gleichgewichtssinn regelrecht verkümmert und vor allem auch die zuständige Muskulatur in deinem Fußgelenk. Deshalb rate ich jedem, der mit Stöcken geht, regelmäßig auch weite Strecken immer wieder mal ohne Stöcke zurückzulegen. Das ist ganz wichtig, weil so der Gleichgewichtssinn und die dazugehörige Muskulatur trainiert und erhalten bleiben. Und wenn wir dann ohne Stöcke gehen, dann müssen wir sie im Rucksack verstauen. Ein paar leichte Stöcke sind natürlich ein Vorteil. Auch wenn du den Trekkingstock weniger zum Wandern, sondern nur für den Aufbau deines Zelts verwendest, dann kannst du um bis zu 150 Gramm sparen, wenn du einen leichteren Stock verwendest. Die Stöcke, die ich hier habe, sind die ultraleichtesten Trekkingstöcke, die es gibt. Und ja, einige davon sind ursprünglich fürs Trailrunning entwickelt worden. Aber auch Trailrunning-Schuhe sind grundsätzlich fürs Trailrunning entwickelt, werden aber auch oft zum Wandern verwendet. Die leichtesten Stöcke sind die mit einer Fixlänge. Dann kommen die ultraleichten verstellbaren Stöcke. Diese Stöcke sind aufgrund des geringen Gewichts leichtgängig und extrem flink in der Führung. Vor allem wenn du ultraleicht oder gern etwas flotter unterwegs bist, dann wirst du mit so einem Stock auch beim Wandern sehr viel Freude haben. Und drittens haben wir noch die leichtesten, verstellbaren und waschechten Trekkingstöcke. Die sind aber schon wieder etwas anders aufgebaut und nicht mehr ganz so leicht und nicht mehr ganz so wendig. Den leichtesten Stock, den ich hier habe, ist der Leki Neo Trail FX1. Dieser Stock ist laut Hersteller nicht für den alpinen, absturzgefährdeten Bergsport konstruiert, sondern nur für gesicherte Wege. Das heißt, zum Bergsteigen oder für Gletscherüberquerungen ist er nicht die optimale Wahl. Ich habe aber genau diesen Stock jetzt schon auf 2 mehrtägigen Hüttenwanderungen dabei gehabt und er steht immer noch. Also ja, du kannst, wenn du möchtest, so einen Stock auch zum Wandern verwenden. Die beiden Stöcke mit Fixlänge, die ich hier empfehlen kann, sind der eben schon genannte Leki und der Black Diamond Carbon Set. Beide Stöcke zählen zu den leichtesten überhaupt und beide sind sehr gut. Auch den Vertical Pro von Dynafit habe ich getestet, er hat mir aber, was die Stabilität und das Schwungverhalten angeht, nicht so gut gefallen wie die beiden anderen. Außerdem ist er etwas schwerer. Bei den verstellbaren Ultraleichten habe ich 3 Modelle getestet. Den Black Diamond Distance Carbon FLZ, den Dynafit Ultra Pro und der Leki Cross Trail. Der hat aufgrund der Schlaufe eine Art Sonderstellung, auf die ich gleich noch eingehen werde. Sehr gut gefällt mir der Carbon FLZ von Black Diamond. Das ist auch der Stock,
zu dem ich persönlich am öftesten greife. Mit 170 Gramm ist er der leichteste verstellbare und faltbare Stock, den ich gefunden habe. Der Griff und die Griffverlängerung sinkt gut und vor allem die Schlaufe ist für mich die beste im Test. Sie lässt sich einfach verstellen und verursacht auch nach mehreren Stunden keine Druckstellen. Auch das Packmaß ist mit 37 cm nochmal um 5 cm kleiner als bei der Konkurrenz. Ein richtig guter Stock. Der Leki Cross Trail hat einen anderen Griff und eine andere Schlaufe. Diese Schlaufe nennt sich Shark und ist eine Mischung aus Wander- und Trekking-Schlaufe. Grundsätzlich war ich nie ein Fan von diesen Schlaufen, aber ich muss sagen, beim Testen hat mir dieser Stock fast am meisten Spaß gemacht. Die Kraftübertragung ist einfach sensationell gut und der Stock liegt super in der Hand. Das Schöne bei diesem Stock ist, dass die Verbindungspunkte nochmal mit einem Metallring verstärkt sind, was dem leichten Carbon nochmal etwas mehr Stabilität gibt. Für flotte Tageswanderungen ist der Cross Trail perfekt. Auf einer mehrtägigen Wanderung bevorzuge ich immer noch die normalen Schlaufen. In dieser Kategorie habe ich mir zusätzlich noch den Dynafit Ultra Pro angeschaut. Auch der hat mir gut gefallen, aber insgesamt haben mir die Stöcke von Leki und Black Diamond besser gefallen. Sie wirken stabiler, haben einen besseren Griff und auch die Schlaufe hat mir bei Dynafit nicht so gut gefallen wie bei den anderen. Und die leichtesten der waschechten Trekkingstöcke sind der Leki Black Series und der Compatel Summit Vario. Ich habe den minimal schwereren Approach Vario getestet. Diese Stöcke sind zwar nicht mehr ganz so leicht, dafür einfach robuster und nochmal etwas stabiler. Was sind die optimalen Stöcke, wenn aufgrund des hohen Eigen- bzw. Rucksackgewichts einfach mehr Belastung auf die Stöcke einwirkt? Für sehr kräftige, große und schwere Personen sind solche Stöcke wahrscheinlich besser geeignet als die ganz ultraleichten. Besser hat mir hier der Black Series von Leki gefallen. Er ist extrem robust, noch etwas leichter und auch der Griff und die Schlaufe haben mir besser gefallen. Dafür bietet Compatel ein 3 Jahre gratis Reparaturservice an. Das heißt, wenn innerhalb der ersten 3 Jahre irgendetwas mit dem Stock passiert, dann wird er gratis repariert. 3 Jahre. Das ist absolute Weltklasse. Aber auch bei Leki kannst du die Stöcke reparieren lassen und auch Black Diamond hat einen guten Kundenservice. Wie gesagt, das hier sind wirklich nur die leichtesten Stöcke, die es gibt und sie sind dementsprechend nicht ganz günstig. Natürlich gibt es auch noch günstigere Stöcke und auch davon habe ich mir bereits mehrere ganz genau angeschaut. Kurz gesagt, es gibt keine günstigeren Stöcke, die so leicht und gleichzeitig so robust sind wie die eben genannten. Aber es gibt einen Stock, den ich empfehlen kann. Genauer gesagt handelt es sich um diesen Stock. In diesem Fall ist das von dem Anbieter Rothschild, aber es gibt von diesem genau gleichen Stock auch noch mehrere andere Anbieter. Das alles weiß ich deshalb so genau, weil ich mir alle Stöcke gekauft habe und auch mit dem chinesischen Hersteller genau dieser Stöcke bereits mehrmals telefoniert habe. Ich habe diese Stöcke jetzt seit gut 3 Jahren im Einsatz und kenne sie in- und auswendig. Und nur weil alle den gleichen Stock verkaufen, ändert das natürlich nichts daran, dass das ein guter, relativ leichter und günstiger Trekkingstock ist, den ich absolut empfehlen kann. Nicht so leicht, nicht so wendig, nicht so hochwertig, auch reparieren kannst du diese Stöcke im Gegensatz zu den anderen natürlich nicht mehr, aber dafür sind sie um einiges günstiger. Mehr Infos zum Thema Stöcke findest du in diesen Videos. Ich hoffe, das war hilfreich. Alles Gute und bis bald.